This place seems pretty sealed off. Well. Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück. Smart. Think all the people we've seen go. They got to do it their own way. Together. Don't you say that. You stick it out as long as you can. You do whatever you have to. I could have done more. You did everything you could. No, Lee. I could have been a better husband. Better father, could have been a better friend. So let's figure out a way out of here. Get that little girl. We should move. Yeah. Got at least one shot left. Let's clear the room before we move on. Lee, figure out where we're headed. Jo, herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play The Walking Dead. Dem geht's hier nicht mehr so gut. Das Paar, scheinbar haben die sich echt erschossen. Hey, you okay? Yeah. Let's keep at it. Aktuell macht unser Arm auch nicht mehr so die Probleme. Zumindest war es schon länger nicht mehr der Fall, dass sie ja irgendwie gepocht hat. Trotzdem müssen wir mal gucken. Wir sind hier gerade in einem umstellten Haus, also von Zombies umstellt. Ein von Zombies umstelltes Haus, so rum. Und ja, naja gut. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, auf den Balkon zu gehen. Wir können trotzdem mal gucken, ob wir die Tür aufkriegen. Vielleicht können wir uns hinten raus rumschleichen. Über die Dächer. Das wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit. Nothing other than personal items in here. Oh, die gehen schon weiter. Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Let's go. Go ahead. Jetzt habe ich noch gar nicht mit denen gequatscht, aber gut, dann gehen wir halt als erstes rüber. Schaffen wir das? Ich meine, boah, Gott. Ich frage mich, ob wir uns echt den Arm hätten absägen müssen oder ob das irgendwas gebracht hat. Das würde mich echt mal interessieren. Ein Arbeitskollege von mir spielt das auch. Ich bin mal gespannt, ob der sich den Arm abgesägt hat. Muss ich ihn morgen gleich mal fragen. Würde mich nämlich mal interessieren, ob das was gebracht hat. Oh oh. Lol, serious? Me in my fucking mouth. Holy fuck! What are we gonna do? Auch er will ihn holen. Kenny and I can handle this. Dude, let me help you. You're already hurt. Even more reason we all don't need to risk it. You worry about her. And if all this goes bad, you might be Clementine's last hope. We'll keep an eye out. Jetzt will Kenny ihn doch retten. Da passiert bestimmt irgendwas. Ich meine. Der hat auch geschrien, also eigentlich müssten die angerannt kommen. Da hinten latschen die ja gerade vorbei. I'm okay. Just get me out of here. Are you okay? What the fuck happened, Ben? I'm sorry. Just get me up. My legs hurt, I think. We're gonna get your ass up. Really? I thought you. Komm mal jetzt schnell hier. Oh, fuck it. Fucking hell. What is it? I'm okay. I'm okay. Nee, bist du nicht? Merkst du es nicht? Ist aber we can, Ow! Oh, er hat's gemerkt. If he'd be quiet, then maybe. But Kenny, this is fucking serious. He could die just by moving him wrong. I won't move! Ben!
Ah, war ja klar. War ja klar. Oh Mann, bist du hübsch. Fuck. Bist du hübsch. Bist du hübsch. Na, lecker. Den kriegen wir doch nicht raus, ey. Serious. Oh God, don't let them get to me. Do you have any bullets left? This has only got one left in it. I'm out. Shit. Da kommen ein bisschen sehr viele. Get the fuck out of here. What? Go back. She needs you, Lee. Kenny! This is not a discussion! Hell no, man! I'm not leaving! What did I just say? Let's get Ben and get out of here! Fuck. What the fuck, Kenny? Was tut er denn? Lee, it's okay. Warum, Kenny? No, Ken. No, it's not! It's just something I gotta do. You know that. Go get that girl. Back, you sons of bitches! Damn it, Kenny! Kenny, Alter, nein! God damn it! Oh nein. Oh fuck nein. Und dann auch noch beide. Oh Mann. What happened? Oh Mann. Ey, jeder Part beginnt mit so einem Schreckmoment gerade, ne? Das ist ja echt heftig. Das ist ja echt heftig. Kenny und Ben. I tried to help. What the fuck happened? There was just too many of them. Ben was really messed up and I don't know. There's nothing else. Oh Mann. Damn! God! I heard a shot. Kenny made sure that Ben didn't feel any more pain than he had to. Aber er hätte es doch machen können und mit uns mitkommen können. It was Ben's biggest fear, you know. Kenny had one bullet and that's how he used it. God, poor fucking kid. You saw them die? Nobody was getting out of there. I'm sorry, Lee. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. He wasn't a bad guy. A lot of folks might not have always agreed. Maybe even me. We should go. Ja, das sollten wir. Das sollten wir wirklich. Wir sollten gehen. Wir sollten gehen. Ach, hell no, Kenny. Also Kenny mochte ich eigentlich wirklich ganz gut. Wir haben uns ganz gut mit ihm gestellt. Und ja, von daher trifft mich das natürlich schon ein bisschen. Das war jetzt derjenige, der uns seit Anfang an begleitet hat. Jetzt ist niemand mehr da von Beginn an. Nicht mal Clementine, weil wir sie suchen. Do you wanna talk? Kenny was my friend. He could be tough to like, but I agreed with him most of the time. So, we were assholes together, I guess. Look, Lee, this is a shitty time, but I want to clear something up. What is it? Now with Kenny gone, means Omid and I have to stay safe. For her. You guys would be great for her. Keep her safe. We do our best. You know that. Are you okay? I should be asking you that. Before, in the attic. It's nothing. What's nothing? Let's just keep moving. Fuck.
Be careful across here. Sieht ja gut aus. Super. Ja, wie gesagt, Kenny war derjenige, der uns seit Beginn an begleitet hat. Also den wir eigentlich recht früh in der ersten Episode begegnet sind. Omid und Krista, die kennen wir natürlich noch nicht so lange, ne? Seit Episode 3 sind sie, glaube ich, dabei. Aber Kenny war nun, ja, since the beginning, wenn man so möchte. Und jetzt sind alle weg. Eigentlich sind nur noch wir da. Nur noch wir und Clementine, sofern wir sie dann wiederfinden. Was ja auch noch nicht raus ist, aber man weiß ja nicht. Das Spiel hat einen momentan so oft überrascht. No, they don't. I didn't mean... It's fine. Let's go. Ach ja. Hoffentlich geht's Clementine gut. Hoffentlich finden wir sie. Mercy. Ich stelle mir gerade vor, ne? Rein theoretisch, jetzt mal so ein Gedankengang, wir müssten eigentlich noch irgendjemanden treffen oder irgendwas müsste sich dann noch mit Clementine entwickeln, weil wir hätten ja schließlich auch die Option gehabt, alleine hier lang zu latschen. Oder nur mit Kenny, dann wären Omid und Chris da gar nicht da. He's got a busted leg, and you're walking for two. I'm obviously not doing so hot. Decision doesn't make itself. I'll go first, in case anything happens out there. You sure? Yeah. Oh, schön. Wir gehen zuerst. Wahrscheinlich stürzen die dann ab. Die sind bestimmt jetzt gleich tot, und dann sind wir alleine. Wahrscheinlich will das Spiel das so, dass wir einfach nur alleine sind. Verständnis des Marschhaus. Wir sind ja fast da. Wir sind ja fast da. Es muss doch irgendwie zu packen sein. Und eigentlich, ich meine, es ist ja nicht... es ist ja nun mal nicht so... alles so verrottet. Deswegen verstehe ich nicht, warum das so schwer ist, hier rüber zu gehen. Oh, ganz langsam, ganz langsam. Das ist ja echt nicht so nett hier. Oh Mann. Und die sabbern da unten schon... Die hätten uns gerne zum Abendbrot. Oh nein! Oh komm schon, hoch! Und wie kommen die beiden rüber? Ja, keine Ahnung. I'm going for it. Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? But maybe you got to it fast enough. Maybe you'll be fine. I can't risk losing more time on a long shot. Find me when you get down. What the fuck does that mean? Oh, it means what it sounds like. Hotel's around the corner. Find Clementine and me as soon as you can. You're crazy! There's no other way. Kommen wir da ran? Oh, 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 oh. Jetzt klettern wir echt runter? Fuck, sind das viele. Ich will da nicht durchrennen, nein. Ich will da nicht lang. Man sei doch nicht so blöd. Darf ich nicht selbst auswählen, wo ich lang gehe? Lol. Wir spielen jetzt hier voll den Butcher oder was? Von mir aus. Ja, was geht? Bams. Oh, meine Güte. Wie viele kommen denn hier noch? Weg mit dir. Wer will noch nicht? Wer hat noch mal? Wer will noch mal? So. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? So rum. Zack.
Zack. Und jetzt werden wir gleich angesprungen. What the fuck? Das Auto kennen wir doch. Wir wurden nicht gebissen. Was ein Wahnsinn. Wir wurden nicht gebissen. Wir sind angekommen im Marschhaus. Yay. Das war gerade so eine ziemliche Rambo-Aktion. Fand ich jetzt das einzige Mal ein bisschen strange, muss ich sagen. War jetzt nicht so, weiß nicht. Warum macht man das dann nicht gleich so? Geht mit dem Hackebeil durch Mengen. Okay, okay, okay. Wo sind wir? Im Marschhaus sieht mir ja noch ziemlich tot aus. Aber da war was, ich habe was gehört. Da ist doch jemand drin. What the hell does that mean? Warum ist dann Seil gespannt? Oh, what the fuck, wer ist das denn? I got us adjoining rooms. Hello. Okay. This is Sybil. You look horrible. And you're missing an arm. Mann, du bist ein Blitzmerker. Go over there. Was willst du von mir? Put your things down. Let me out! Who's out there? Quiet, please, sweetie. Your things. There. Wer bist du? Was willst du von mir, du Arsch? Boah, wenn ich dich kriege. This is all I've got, okay? You travel light. I don't believe you. Okay, fine. That's what I thought. Aber wir haben das Hackebeil noch, oder? Was haben wir jetzt hingelegt? You shouldn't lie. Sit down. Wer ist das? Do you know who I am? No. I don't know anything about you. You wouldn't. People like you don't. Now you're thinking, who would have it out for me, huh? A few weeks back, there might have been a station wagon in the forest, full of all sorts of food, water, things you need to survive. Yeah, I'm not some cannibal, Lee. Some killer out in the woods. Some villain. I'm just a dad. I coach Little League. Everything was just out there for the taking. We were starving. For the taking? Do you know what you took from me? I'm sorry. Whatever it is, whatever happened, you have to hear that I'm sorry. That doesn't mean anything to me. I wish it did. I'm not a bad man. I don't believe in vengeance, but I've got nothing left. Have you ever hurt somebody you care about? Was will der denn von uns hören? Yes, of course. Who? Her name was Carly. She was killed. Don't feel like I did enough to protect her. Maybe I couldn't.
I hurt her so bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. Ich verstehe immer noch nicht, wer das ist. I came back without him and the look on her face said, "You are a monster." Also doch, das war der mit den Vorräten, die wir gestohlen hatten. We never found him. I hurt her so bad. Then you took all of our things. You robbed us. I could have earned her trust back, Lee, but not after that. I'm sorry. The hungrier we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them a day later in the road. Do I look like a monster to you? Ein bisschen, ja. We all do. Some more than others. I'm not like you. You let that little girl get fed disgusting human meat. Stimmt doch gar nicht. I did my best. You abandoned a defenseless, grieving woman. She deserved it. The sweatshirt she's wearing was my boy's. You stole that from us. We were starving. It was cold. So my family starved in the cold. Mein Problem, Arsch. Ach, das ist diese blöde random Story, die wir da generiert hatten. Nach Episode 2, glaube ich. Denn eigentlich haben wir sie ja nicht ausgeraubt und wir haben auch keinen Pullover oder so gegeben und wir haben sie vom Menschenfleisch abgehalten. Von daher. You're a murderer and a thief and I'm gonna hurt you so bad. It doesn't have to be this way. You can't take care of anyone. After I heard Clementine on the radio and realized who you folks were, I came after you purely for revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. I bet you don't even know how old she is. She's 8. Wrong. She's 9. But her birthday was 6 days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. That's not happening. You're crazy. Keeping her with you is crazy. Let us go. No. No, I don't think so. Ich werde ihm doch nicht sagen, dass ich gebissen bin. And we're starting a new family. Hey, honey. I think this is all gonna work out. What are you? What the hell? I'm glad too. Oh, Clementine. I wish you wouldn't have had to get this bad, but Clementine. It's all over, hon. Isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. Oh, come on, schnell! Fuck. Komm schon, Clementine. Du bist ein kranker Idiot. Du bist ein kranker, dummer Idiot. Hau ab jetzt. Come on. Du kranker Idiot. Komm schon. Ich drück so schnell ich kann. Du kranker, blöder Idiot. Du
Du hässliche, dumme Made. Stirb. Stirb. Oh, ich drücke immer noch Q. Mit dem starken Arm. Du kranker, blöder Idiot. Bastard, Wichser, Arsch, Penner. Nimm die Waffe weg. Ja, natürlich machen wir das. Und der stützt uns, steht sonst auf, ne? Oh, Clementine. I'm sorry. Shh. It's okay. Ach, Clementine. Your arm's gone. Why? That's so scary. I had an accident. We'll talk about it somewhere safe. You don't smell good. Yeah, I know. Ich stinke. Okay, für Fragen mal. Hurt you? No, not really. I'm sorry, Lee. Clem, wofür denn? It's okay. We need to get you somewhere safe. And then we have to talk, okay? Yeah. Oh, meine kleine Clem. Okay, we need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Sorry you had to see that. He was going to kill you. And take you. Yeah. Oh, Clementine. Which way out? Through there. Ich will erstmal gucken, was ist da drin. Lol, nee, nicht im Ernst. Jesus. Don't look in there. No, I know. Sirius, er hat einen Kopf abgeschnitten und da reingesteckt. Wie krank ist er denn? Und er nennt uns krank und verrückt und ein Mörder und keine Ahnung. Der hat seiner Frau den Kopf abgeschnitten und ihn in eine Bowlingtasche herumgetragen. Ey, das muss man sich mal geben. Alter. Achso, da ja. Ja, warum gehen wir denn da nicht hin? Ich dachte, wir können da durch. Oh, aber Clementine ist wieder bei uns. Das ist zumindest schon mal ein Vorteil. What the fuck? Das wird es wahrscheinlich sein. Stimmt, wenn wir nach Tod riechen, das ist auch in der Serie so gewesen. Wenn wir nach Tod riechen, dann greifen die uns nicht an. Also die greifen nur lebendes Zeug an. Deswegen wurden wir nicht gebissen. Und deswegen sind wir da wahrscheinlich auch durchgekommen. Ja, Clem, du musst jetzt leider... Ja, tut mir leid, Clem. Ich finde das auch nicht so schön, aber... Ja, Clementine, wir müssen dich retten. Eigentlich ganz schön eklig. Ekelhaft. Ekelhaft. Ja, Clementine, das ist ekelhaft. Ah ja, hinten müssen wir auch noch. We'll get you cleaned up as soon as we can. Not soon enough. Ja, das stimmt wohl. Are you done? A little more.
be sure. Ach, das ist ekelhaft alles. Ist das ekelhaft. There. That should do it. Oh, wie sie aussieht. Oh. You're missing something. Oh. I thought it was gone. I thought you were gone. Thank you. Stay right next to me. Walk very slowly. Don't look around. And don't panic. Mm-hmm. I'll keep you safe.